Oh, ich krieg die ganzen Daumen runter von den Bremerhaven Das wollte ich nicht. dann. Moin Moin und damit willkommen zu einem, ja, Spezial, möchte ich so sagen. Ich habe hier mir einen Gast eingeladen, den Mirko. Und bevor ich ein bisschen was über den erzähle, kann er das selber machen. Der kennt sich nämlich selbst am besten. Stell dich doch einfach bitte mal mit ein paar Worten vor. Wie fing da deine Rollenspiel wieder an und wie hast du es dann auch in die Redaktion von Ulysses geschafft? Ja, hallo Chris. Ich bin der Mirko, wie du schon gesagt hast. Und ich bin der Autor von Hexen 1733. Ja, mich vorzustellen. Ich habe meine ersten Rollenspielerfahrungen tatsächlich mit dem Schwarzen Auge gemacht. Das war 1983. Da bin ich eingestiegen in das Hobby und das hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Und war dann mit Freunden in allen möglichen Spielwelten unterwegs, von Star Wars, Vampire, der Warhammer-Welt, Cthulhu auch sehr stark. Und dann habe ich vor einigen Jahren angefangen, mit eigenen Rollenspielen zu experimentieren. Und daraus ist dann tatsächlich mehr oder weniger per Zufall Hexen entstanden, was ja ursprünglich als kostenloser Download zur Verfügung stand und immer noch steht übrigens. Und ja, wie komme ich zu Ulysses? Das war dann so eine Entwicklung, die ja mehr oder weniger unaufhaltsam war. Ich kenne ja den Markus Plötz schon seit langem, schon seit Anfang der 90er. Da Wo habe ich ihn zum ersten Mal getroffen. hast du den kennengelernt? Auf dem Drachenfest in Wiesbaden. So, das war damals, das muss so um die 1990 gewesen sein, war das eine große Con-Veranstaltung in der Jugendherberge. Die hat es danach auch, glaube ich, nie wieder gegeben. Und da habe ich den Markus Plötz damals kennengelernt. Und ja, dann hat man sich ab und zu mal zum Rollenspiel getroffen. Dann hat man sich aus den Augen verloren. Dann haben wir uns wieder getroffen, diesmal zum Live-Rollenspiel. Das war dann schon Ende der 90er Jahre. Dann haben wir uns wieder aus den Augen verloren. Und ja, tatsächlich dann als Facebook so aufkam, habe ich dann gemerkt, ach guck mal, da ist ja der Markus. Und dann habe ich ihn mal wieder angeschrieben. So, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, hier, guck mal, Markus, ich habe ja auch ein eigenes Rollenspiel entwickelt. Willst du mal reingucken? Und War er damals schon Redakteur, Chefredakteur für Ulysses oder gab es das damals noch gar nicht? ja, er ist ja Geschäftsführer. Er ist ja der oberste Chef von Ulysses. Ja, genau. Nee, das war jetzt, ja, Ulysses, da ist er ja quasi mehr oder weniger reingewachsen. Ich habe das auch nur am Rande verfolgt. Aber als ich ihn angesprochen habe, das war ja erst vor 2 Jahren, oder als ich ihn angesprochen habe, vor 3 Jahren, und da war er ja schon Geschäftsführer von Ulysses, das da schon in der Konstellation so bestand, wie es ja heute immer noch existiert. Genau. Und ich habe das einfach mal so gemacht und dann hat er gesagt, ach, ich gucke mich mal an und dann hat er irgendwann gesagt, ach, das gefällt mir eigentlich, lass uns mal drüber reden. Ja, und dann kam eines zum anderen und dann habe ich ihm ein bisschen mal das System mal ein bisschen vorgestellt und habe dann auch eine Runde bei ihm zu Hause dann gespielt über mehrere Spielabende hinweg. Und dann hat ihm das am Ende dann so gut gefallen, dass er sagte, da machen wir was draus. Also nicht einfach nur so eine kleine Hobbylinie am Rand, sondern da machen wir eine richtige, echte Produktlinie draus. Und ja, so hat das Ganze dann begonnen. Und ich war ja Redakteur bei einer Zeitung hier in Limburg, bei einer Wochenzeitung. Das habe ich 18 Jahre lang gemacht. Und nach 18 Jahren war vielleicht doch die Zeit gekommen, mal sich beruflich zu verändern. Und dann habe ich den Markus gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Jetzt hast du ja Hexen, wie willst du denn auch, willst du auch den Hexenmeister haben? Und dann sagt er, ja, er sucht tatsächlich gerade einen Redakteur. Und dann habe ich angefangen, da zu arbeiten. War das für ihn nicht selbstverständlich, dass er dann, wenn er dein System, ich sage einfach mal, kauft, dass er dich gleich damit mit an Bord nimmt?
Ja, nein. Ich mache ja bei Ulysses, ich bin ja nicht nur für Hexen da. Also Hexen mache ich ja tatsächlich nur ein bisschen nebenbei, weil ich muss ja sehr, sehr viele andere Produktlinien ebenfalls betreuen. Also ich mache ja bei Ulysses maßgeblich fast alle Produktlinien außer DSA. Und das ist eine Menge. Und Hexen habe ich zwar auch immer wieder weitergearbeitet und auch weiterentwickelt, aber das war schon ein längerer Prozess. Und er hat ja mich nicht nur für Hexen dann angestellt, sondern eben halt auch für viele andere Dinge, die sich dann aber auch erst mit der Zeit herausgestellt haben. Wie kam es denn dazu? Also ich bin noch ein bisschen bei deinem alten Blog Hexen 1730. Wenn du überlegst, wie kam es zu diesem Schaffungsprozess? Du hast dich dann ja irgendwann für dieses Zeitalter entschieden. War das eine bewusste Entscheidung oder hast du irgendwie gesagt, ich will unbedingt Hexen haben und das war dann irgendwie nicht mehr im Mittelalter, sondern das war dann noch wesentlich später mit der Inquisition oder hättest du es auch 200 Jahre nach vorne verlegen können, zum Ende des Mittelalters mit dem Buchdruck zum Beispiel? Weil ganz generell geht es ja erstmal darum, dass ein Höllentor aufgestoßen wird und das kannst du, eigentlich kannst du das auch 1920 machen. Gut, da ist dann die Konkurrenz zu Tulu groß, aber wie kam es jetzt zu 1730? Ja, das war in der Tat ein reiner Zufall. Es gab eine Zeit, da liefen sehr, sehr viele B-Movies im Kino und wir sind in so ziemlich jeden Kinofilm reingegangen. Wir haben dann Abraham Lincoln, Hexenjäger, Vampirjäger gesehen und Van Helsing und die Brüder Grimm und was da alles lief und dann natürlich auch Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Und irgendwann, also ich glaube gerade nach Hänsel und Gretel Hexenjäger bin ich rausgegangen aus dem Kino und dachte mir, warum gibt es denn dafür eigentlich kein Rollenspiel? Ja. Das ist ja, oder vielleicht gibt es das ja, ich bin ja jetzt nicht allwissend, ich kenne ja nicht alle Rollenspiele, die es gibt. Aber ich war dann in einer Phase, wo ich dann schon eigene Spiele entwickelt habe und dachte mir, komm, machst dir mal einen Jux und schreibst mal was. Auf möglichst wenig Seiten mit dem Hintergedanken ein Rollenspiel zu entwickeln, wo der Spielleiter, also ich, wenig Arbeit hat und was mit einem Minimum an Mikromanagement auskommt für die Spieler. Und dann habe ich das dann aufgeschrieben, dann haben wir ein paar Testrunden in der Gruppe gemacht und dann waren die von Anfang an begeistert. Und dazu muss man sagen, ich habe eine sehr, sehr kritische Spielgruppe, die nicht immer so begeistert ist. Und wer hat die nicht? Ja, wer hat die nicht? Und dann habe ich gedacht, naja, ja, kann man ja vielleicht doch mehr draus machen. Ja. Und dann habe ich erst angefangen, Hexen 1730, also die kostenlose Vorgängerversion, richtig zu entwickeln und runterzuschreiben. Und dann haben wir halt in der heimischen Gruppe gespielt und die Leute hatten viel Spaß. Und das war eigentlich die Entwicklung. Also ich habe das nicht irgendwie geplant. Das Zeitalter 1733 ergab sich auch mehr oder weniger per Zufall. Also ich wollte das schon irgendwo so in dieser Periode ansiedeln. Mittelalter wollte ich nicht machen, weil Mittelalter, muss ich gestehen, ist mir zu kompliziert. Mhm. Das richtige, reale Mittelalter ist eine Epoche, die kann ein Mensch von heute nicht verstehen. Also wenn man sich wirklich anfängt, damit zu beschäftigen und nicht mit diesem Fantasy-Mittelalter, was wir ja im Rollenspielbereich haben. Ja, genau. Nee, also das fällt auch ganz stark auf, dass du da auch sehr nah versuchst, an der wahren Begebenheit zu bleiben. Richtig, ich wollte so ein bisschen dieses Märchenhafte aufgreifen und die Brüder Grimm, die lebten ja auch im 18. Jahrhundert und viele Geschichten und Märchen sind ja dann so im 17., 18. Jahrhundert auch entstanden und ich hatte auch immer so ein bisschen den Gefallen am 30-jährigen Krieg, weil der so viel Verwüstung hinterlassen hat und das ist ein ganz finsteres Zeitalter, überall Tod und Verderben. Und entvölkerte Landstriche, das passte sehr gut. Aber ich dachte, wenn ich dann das Höllenportal ansiedle inmitten dieses kaputten Zeitalters, dann habe ich dann wahlweise einfach 1640 rausgesucht. Und
Ich wollte aber schon, dass sich dieses Grauen, diese Kreaturen der Nacht, dass sie sich ein bisschen etabliert hatten auf der Welt. Also musste ich einfach ein paar Jahrzehnte ins Land gehen lassen, damit die Welt Zeit hatte, sich zu verändern. Und dann habe ich willkürlich 90 Jahre angenommen und kam so auf das Jahr 1730. Und das war auch im Grunde schon alles. Und ja, so kam es zu Hexen 1730. Da hake ich gleich mal ein. Ich hatte jetzt gerade in dem Schnellstarter hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, dass das alles sehr blumig ist, ein bisschen bunt. Es steht zwar nicht explizit drin, aber wenn ich da so ein bisschen versuche, mal reinzugraben, auch wenn wir uns Rom ansehen, Rom ist wieder befreit. Ich habe selber ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich müsste jedes Dorf verlassen sein, die Häuser verrammelt, die Menschen nagen am Hungertuch. Und wenn man da noch irgendwie Zeit hat, sich gegenseitig zu bekriegen, also Mensch gegen Mensch, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das Schlimmste ist schon überstanden. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, so wie du es eben schon fast gesagt hast. Denen geht es schon fast wieder gut. Warum lässt du es nicht so wirklich finster, so richtig bitterkalt? Ist es ja im Grunde auch. Es ist tatsächlich auch so bitter, aber gleichzeitig muss man auch gucken, dass man den historischen Aspekt nicht ganz vergisst. Also wenn ich es zu kaputt mache, dann bleibt kein Platz mehr, um zu sagen, ich möchte meinen historischen Ansatz verfolgen. Also wenn ich anfange, recherchiere und nehme dann, was ich, meine Heimatstadt und möchte diese Heimatstadt für mich selbst als Spielwelt konzipieren, dann fange ich an zu recherchieren, finde Dinge heraus. Aber wenn wirklich alles kaputt wäre, dann geht das nicht mehr. Okay. Dann würde dieser ganze Aspekt wegfallen. Und tatsächlicherweise habe ich ja schon viel kaputt gemacht. Also der ganze Schwarzwald ist... In Hamburg, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich zerstört ist. Ich glaube, es hat tatsächlich überlebt, weil die Altstadt doch ein paar Meter höher ist als die Elbe. Also die hatten Mauern. Mhm. Also die werden wahrscheinlich sogar noch quasi als Insel oder ja als Halligen vielleicht noch existieren. Ja, will ich hoffen. Aber ich habe auch den Schwarzwald kaputt gemacht und ich habe dann auch einige ganz böse Nachrichten bekommen von Fans, die halt im Schwarzwald leben und jetzt ja, sagen, oh, ja, das klar. Kann ich meine Stadt nicht mehr umsetzen. Na gut, das tut mir auch sehr leid. Ja, klar. Immerhin ist der Schwarzwald nicht so stark bevölkert gewesen, aber es hat auch Teile der Schwäbischen Alb getroffen. Da geht es dann schon weiter, aber die Großstädte ringsum, die existieren alle noch. Und auch an der Elbe und an der Küste, wo ja die Sturmflut reingebrochen ist. Bis Magdeburg, ne? Ja, bis Magdeburg. Da die großen Städte existieren da auch noch. Im Norden rückt das ewige Eis vor. Aber ich glaube, so weit im Norden von Schweden und Norwegen, da wird es momentan, da wird noch keiner spielen wollen. Ich glaube, da sind erstmal alle froh, wenn sie in Deutschland bleiben, oder? Irgendwo in der Nähe von sich selber. Ach, im Grunde ist unsere reale Welt so riesig, na, dass im Grunde reicht, wenn du nur ein Bundesland nimmst und beschreibst. Ja. Also jedes beliebige Bundesland hat eine Größe, die du mit einer Fantasy-Welt gar nicht abdecken kannst. Na, wenn wir dann allein nur Europa nehmen, dann kommst du in Dimensionen, wo es dir schwindelig wird, was du für Möglichkeiten da hast. Ja. Also es wird in Hexen nicht passieren, dass es zu jeder Stadt in dieser realen Welt eine ausführliche Beschreibung gibt. Das kann gar nicht, das ist viel zu viel. Hast du dir schon mal überlegt, was dann mit Amerika passiert ist oder mit China? Ja. Oder ist es für dich komplett irrelevant, weil wird sowieso nicht beschrieben, kommt keiner hin? Wer wird in der heutigen Zeit dann noch so doof sein und sich ein Boot bauen und dann... Gut, vielleicht als Fluchtmöglichkeit wäre das eine Überlegung, wenn dann Europa evakuiert werden muss oder so. Aber ist das ein White Spot oder wird er beschrieben? Nein, Amerika hängt ja in der Tat schon mit Europa zusammen, weil wir haben die Konquistadoren, die in Südamerika sind, beziehungsweise deren Nachfolger, die da jetzt auch siedeln. Und Nordamerika wird ja auch besiedelt von Frankreich aus, von ja, Großbritannien aus. Da muss man sich schon Gedanken machen. Hab ich auch. Haben die ein eigenes Höllenportal?
Das weiß ich noch nicht. Ach so, okay. Ja, weil ich hatte jetzt nur angenommen, dass es eben dieses eine Tor gibt und das wurde aufgestoßen und von da aus als Quelle kommen jetzt alle raus. Aber ich überlege jetzt gerade Russland oder sowas. Russland oben in Sibirien, die haben ja auch ein eigenes real existierendes Höllenloch. Also auch da könnte man eben überlegen, ob es mehrere Quellen gibt. Ja, auf jeden Fall. Also das kann es geben. In Europa gibt es erstmal nur das eine. Es gibt natürlich weitere Portale in die Hölle und Risse im Raumzeitgefüge, wo man halt dann Dämonen beschwören kann, etc. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es auch auf anderen Kontinenten entsprechende Höllenportale oder solche Durchschlüpfe eben gibt. Mhm. Fände ich auch ganz passend. Es ist keine wirklich vordringliche Frage, die man sich stellt, weil man muss bedenken, dass Amerika im 18. Jahrhundert ja nur an der Küste besiedelt ist. So, die ersten Erforscher dringen so ins Innere vor. Und alles, was im Inneren ist, ist sowieso ein großer White Spot. Okay. Also wenn wir da sagen, okay, da gibt es ein Höllenportal, dann würde das ja eh noch niemand mitbekommen haben. Na, die Indianer. Vielleicht. Ja, genau. Deswegen, das ist auch eine Sache, dazu passt es auch sehr gut. Indianer und Geisterwelt und. Ja, ich denke auch jetzt in Afrika mit den afrikanischen Schamanen, das würde genauso gut passen. Ja, Regenwald und tiefster Dschungel und da kann man auch wunderbare Sachen machen. Man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, weil ich komme ja auch aus Cthulhu. Habe ja auch viel für Cthulhu geschrieben, ja. Dass wir schon was nicht Eigenes in dieselbe Sparte gehen, weil ja, es gibt dann gewisse Dinge in Amerika, die Stadt Geharne zum Beispiel, die irgendwo im Regenwald da existieren soll. Da muss man schon gucken, dass wir bei Hexen andere Wege beschreiten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten, klar, die Welt ist groß, ne, und wenn wir anfangen, uns die anderen Kontinente mal anzuschauen, dann kommen wir natürlich in eine Ecke, wo wir dann wirklich ausbaufähig sind für die nächsten 100 Jahre. Ich denke auch. So viel werde ich dann nicht schreiben können. Aber okay, ich finde das ein spannendes Thema. Mhm. Und man kann natürlich auch immer so die eigenen kulturellen Dinge dann anpassen. Das kann man eben in Europa aber auch. Jedes Land hat so seine eigene Kultur und Eigenarten und gewisse Dinge, die es sonst eben nicht gibt. Und wenn wir dann das auf andere Kontinente transportieren, dann ist das ja noch fantastischer, was da für Möglichkeiten gibt. Und man kann auch Sachen thematisieren, wie zum Beispiel die Kolonialisierung, die dann beginnt, wo allerdings England von ausgeschlossen ist. Die spielten aber auch in dem Jahrhundert noch gar keine so große Rolle. Die kamen ja später. Aber solche Dinge finde ich schon ein spannendes Thema. Okay. Ja, müssen wir dann eben nochmal gucken, wie Hexen auch angenommen wird, damit man da dann in die Zukunft planen könnte. Aber ich glaube, das wird dann die Zeit zeigen. Zumindest im Kickstarter-Projekt ist das ja ziemlich eingeschlagen. Und da würde ich ganz gerne auch weitermachen. Du hast das Projekt ja damals 1730 umsonst in deinem Blog angeboten. Und ich habe das Gefühl gehabt, das wurde nicht wirklich beachtet. Es war zwar irgendwo existent, aber wirklich gespielt wurde es nicht. Wie kommt das jetzt, dass, wenn du es jetzt für Geld anbietest, dass dir die Leute auch das ganze Geld hinterher schmeißen und dass du so unglaublich erfolgreich bist. Gut, jetzt kommen noch die Wege der Vereinigung, damit, das war sowieso klar, aber Sex Sales. Aber warum meinst du, hat dieses Projekt, was vorher umsonst war, jetzt machst du den dicken Reibach? Woran liegt das? Ja gut, den dicken Reibach mache ich noch nicht. Also ich bin noch ganz normaler Angestellter bei Ulysses. Aber so ganz kann ich mir den Erfolg von Hexen nicht erklären. Also diese sechsstellige Betrag, 117.000 Euro, das war jenseits von allem, womit wir überhaupt gerechnet haben. Ich glaube schon, dass das Thema einfach toll ist. Die Leute sehen hier Barock, 18. Jahrhundert, Horror, Historie und Monsterjagd. Das sind schon mal mehrere Begriffe, die bei den meisten Leuten, die das lesen, gewisse Knöpfchen drücken.
Und dann wissen sie ja auch, wenn Ulysses was macht, er macht es auch richtig. Und wir hatten ja auch schon so die ersten Grafiken vorgestellt damals beim Crowdfunding. Wir hatten noch nicht sehr viele. Momentan gibt es noch fantastische neues Artwork, unglaubliche Sachen. Hätten wir die damals vorgestellt, hätten wir wahrscheinlich sogar noch mehr eingenommen. Ja. Also was da momentan. Aber gut, ich weiche ab. Hexen 1730, muss man da sagen, ist halt ein reines Privatprojekt gewesen. Da gibt es keine Werbung für. Man hat seinen Blog, aber dazu muss man ja erstmal die Leute dann auch dazu bringen, auf dem Blog zu gucken. Dann gibt es gewisse Angebote im Internet, die dann wiederum darauf verweisen und man verlinkt sich so ein bisschen. Aber es ist halt immer noch ein reines Hobbyprojekt. Gespielt wurde es schon von einigen Leuten, gerade die, die halt eher so in die Indie-Schiene gehen. Da haben einige das ganz gut angenommen und auch die Abenteuer gespielt, die dann ja auch ebenfalls im kostenlosen Download zur Verfügung standen oder immer noch stehen. Also es wurde schon von einigen gespielt. Ich habe auch von einigen Leuten dann auch ein Feedback bekommen. Aber es hat natürlich einfach nicht die Reichweite, die Ulysses hat mit seinem Auftritt. Wenn man guckt, wie viele Leute allein bei Facebook unterwegs sind und bei YouTube und ach, wo wir überall sind und dann im Forum und verschiedenen Foren und Ulysses ist ja momentan schon der Stammhirsch unter den Rollenspielfirmen in Deutschland. Da guckt man natürlich drauf. Wenn die was Neues haben, dann guckt man sich das auf jeden Fall mal an. Vor allem, wenn dann die Grafiken so einschlagen. Ja, die Grafiken, also das war mit Sicherheit auch ein Teil des Erfolgs, dass wir schon so viele tolle Grafiken aufstellen konnten. Dann hat man schon gemerkt, es ist jetzt halt kein Hobbyprojekt mehr, sondern es ist was Richtiges, was Professionelles, was gut aufgemacht wird und was auch cool aussieht. Und das wird am Ende dazu beigetragen haben. Okay. Aber wirklich, warum es jetzt wirklich so durch die Decke ging, das kann ich nicht sagen. Da musst du andere fragen, die gebackt haben. Kann ich die alten 1730er Sachen jetzt mit den neuen Sachen kombinieren? Jetzt, du hattest auch eben die Abenteuer angesprochen, die habe ich tatsächlich auch schon. Kann ich die benutzen, um jetzt mit dem neuen System schon mal weitere Abenteuer zu spielen? Vor allem, wenn mir jetzt auch der Schnellstarter gar nicht reicht und ich mehr will, bis es dann endlich losgeht. Ja, du müsstest schon noch ein paar Änderungen vornehmen, aber so im Großen und Ganzen ist es schon ähnlich. Also wir haben an einigen Stellschrauben gedreht, das System insgesamt noch weit verbessert und auch nochmal mehr entschlackt. Und du kannst die Abenteuer verwenden, wenn du ein bisschen lockerer bist und gewisse Dinge auch veränderst. Also in dem alten System haben die Monster noch feste, ich glaube spirituelle Punkte waren das, also für Zauberei. Und wenn die aufgebraucht waren, dann konntest du halt nicht mehr zaubern. Und im neuen System haben wir das abgeschafft und haben dann Mechanismen eingeführt, dass die pro Runde eine gewisse Zahl von Hexpunkten generieren. Abhängig von den lebenden Jägern. Eher abhängig von vielen verschiedenen Faktoren. Also das mit den Jägern ist noch die einfachste Art und Weise, aber es gibt viel witzigere Sachen, die dann auch so ein bisschen die Taktik bestimmen. Also beispielsweise, dass man Hexpunkte generiert, wenn man beim Gegner Schaden erzeugt. Na, da muss man natürlich jemanden vorne hinstellen, der möglichst erst gar keinen Schaden bekommt. Denn auf diese Art und Weise bekommt dann der Gegner auch keine Hexpunkte und wird weitaus einfacher zu bezwingen sein. Ich vermute, der Weg der Zauberei steht auch irgendwann den Spielern offen. Jetzt im Schnellstarter war das natürlich alles sehr profan. Was für Leute könnte man da spielen oder geht das gar nicht? Doch. Es ist natürlich so eine Sache. Was definiert man wirklich als Zauberkraft und was definiert man als Jägerkraft? Das ist bei Hexen nicht so eindeutig. Also es gibt einige Rollen, wo man so spirituelle Kräfte haben, die schon an Zauber erinnern. Mönche?
Ja, es gibt verschiedene, es gibt ja keine Klassen. Es gibt ja Rollen, sogenannte Rollen. Und eine Rolle ist zum Beispiel die Priesterrolle. Die ist in erster Linie dafür gedacht, dass man halt seine Kumpane anleitet und motiviert. Aber auch durchaus widernatürliche Kreaturen wie Dämonen, Hexen und Vampire mit einem in der Jägerkraft namens Strafe Gottes dann auch wirklich Schaden zufügt. Und wie dann diese Strafe Gottes aussieht, ob dann vielleicht ein heller Lichtstrahl aus den Wolken hervorbricht oder ob man irgendwelche Engelsfanfaren hört oder ob der Gegner von gleißendem Licht umhüllt wird. Das sind ja alles erzählerische Sachen, die kann man sich ja selbst ausdenken. Also die sind ja nicht wirklich definiert. Aber wenn der Spieler möchte, dass das wirklich an eine klassische Zauberkraft erinnert, dann kann er auch entsprechende optische Effekte damit verbinden. Okay, also nochmal sehr viel freigestellt. Ja, also es gibt dann in der Tat schon Kräfte, die an Zauber erinnern. Aber im Grunde ist das ja bei den körperlichen Kräften auch so. Also die Jäger können ja Dinge, die man normalerweise nicht kann. Entweder sie teilen super Schaden aus oder können irgendwelche Stunts ausführen oder sie halten viel Schaden aus oder sie machen irgendwelchen abstrusen Dinge auf dem Kampfgebiet. Alles, was sie können, beruht auf sogenannten Jägerkräften. Und was diese Jägerkräfte wirklich sind, das wird in dem Spiel nicht definiert. Mit Absicht. Also wo die herkommen? Ja, die hat man einfach. Ja. Es ist ja natürlich auch wieder so eine Geschichte. Im Barock oder im 18. Jahrhundert hat das gemeine Volk ja ohnehin daran geglaubt, dass es Zauber gibt. Oder auch selbst die Gelehrten waren sich einig, dass es Zauberkräfte gibt und dass man mit Alchemie, was ich Blei in Gold verwandeln konnte oder so etwas. Also Zauberei, Aberglauben etc., das war ja ein ganz normaler Bestandteil der Natur. Und da das ein ganz normaler Bestandteil ist, der ja nicht hinterfragt worden ist, brauchen wir das auch nicht zu tun. Okay. Also ich muss nicht erklären, warum gibt es Zauberei auf der Erde oder warum können die das? Für die Spieler oder für die Jäger hat es nie etwas anderes gegeben. Ja. Ich habe jetzt im Schnellstart auch festgestellt, dass das System sehr kampflastig ist. Wird das so bleiben oder werdet ihr auch mehr soziale Fertigkeiten mal einbringen? Ich will jetzt gar nicht wirklich so sehr zu diesem vertrackten DSA-System. Das ist komplett überladen. Aber also ich habe prinzipiell sehr, sehr viel, gut, vielleicht auch dem Abenteuer bedingt, auf Kämpfe gewürfelt und außerhalb gar nicht mal so sehr viel. Wird sich das noch ändern? Wird das dann eben auch in gerade Städten oder so noch einige Fähigkeiten geben, auf die Jäger gar nicht verzichten können? Oder wird das einfach nur ausgespielt und gesagt, ja, Hauptsache ihr bringt mir schönes Rollenspiel, der Rest interessiert mich nicht? Also erstmal zum Schnellstarter. Der hat ja nun 3 Kämpfe und mehr passten auf den 6 Seiten auch nicht rein. Natürlich, also den kann man nicht als Maßgabe für ein typisches Hexenabenteuer nehmen, weil normalerweise in einem Abenteuer hast du sehr viel soziale Kontakte, bevor es dann daran geht, wirklich den Gegner ausfindig zu machen und zu bekämpfen. Das heißt, du hast oft irgendwelche Dinge, wo man recherchieren muss. Man muss Leute befragen, man muss Anhaltspunkten nachgehen. Man muss sich umhören, man muss vielleicht auch Leute bestechen, um an Informationen zu kommen. Also das ist schon eine sehr soziale Geschichte. Im Schnellstarter, wie gesagt, der dient ja nur dazu, dass du das System kennenlernst. Klar. Und das System ist tatsächlich zu 90% auf Kampf getrimmt. Und die anderen 10% sind für soziale Handlungen, aber die sollen mit Absicht nicht verregelt werden. Ich wollte schon so ein Spiel haben, wo man dann, wenn es zu sozialen Handlungen kommt, einfach mal seinen Charakter ausspielt. Man kann natürlich auch bei Hexen, wenn man nicht so viel ausspielen möchte,
Es gibt ja auch Spieler, die wollen vielleicht nicht viel reden, die wollen einfach nur würfeln und gucken, was ist das Ergebnis. Das geht bei Hexen auch. Dazu müsste ich mal ein Beispiel nehmen. Also du sprichst mit einem NSC und du hast hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder spielst du das Gespräch aus, das heißt, der Spieler schlüpft in die Rolle des Jägers und der Spielleiter schlüpft in die Rolle des NSCs und dann unterhält man sich am Spieltisch. Und indem man sich unterhält, bekommt man dann gewisse Informationen heraus. Das ist dann eher Schauspielerei. Oder du kürzt es ab und er sagt dir, ja, du bekommst jetzt von dem Händler in der Bar, bekommst du die Information, dass da und da das und das Höllenportal gerade ist, was du schließen musst. Richtig, das ist die andere. Okay. Genau, das ist die andere Spielweise. Wir wollen ja nicht den Leuten vorschreiben, wie sie ihr Spiel zu spielen haben. Es gibt die einen, die wollen das gerne ausspielen und die anderen, die haben da keinen Bock drauf, die wollen gerne einfach nur würfeln und dann würfeln sie eben auf Redekunst. Dann sagt der Spielleiter, okay, du hast drei Erfolge, du hast die drei folgenden Informationen in Erfahrung gebracht und dann liest er die vor und fertig. Es gibt allerdings auch bei Hexen Sachen, um Informationen einzutreiben, abzukürzen. Man hat dann Freizeitaktionen, nennt sich das. Du hast also als Spieler einmal pro Tag hast du eine Freizeitaktion, wo du irgendwas machen kannst, was normalerweise mehrere Stunden benötigt. Als Beispiel oder was man. Ja, genau. Der Alchemist, der kann zum Beispiel Elixiere herstellen. Dazu würfelt er eben auf die entsprechende Fertigkeit und braucht allerdings dafür eine Freizeitaktion. In der Regel ist es völlig wurscht, wann er das am Tag macht oder wie er es macht oder wo er es macht. Er darf halt einfach einmal nur würfeln drauf. Okay. Ein anderer Spieler, der vielleicht keine Handwerkskraft hat, kann dann sagen, okay, ich möchte mal als meine Freizeitaktion die Leute hier in der Stadt befragen. Dann würfelt er eben einfach auf Land und Leute und bekommt dann vom Spielleiter eine gewisse Zahl an Gerüchten oder auch wahren Informationen. Na, die müssen ja nicht immer alle wahr sein. Und das sind natürlich Dinge, die müssen auch nicht ausgespielt werden. Also das, was man dann ausspielt, ist dann wirklich das Gespräch mit einem bestimmten wichtigen Nichtspielercharakter. Aber wie gesagt, man kann es so oder so spielen. Wir bedienen wirklich beide Spielweisen damit. Und sozial, was ich noch sagen wollte, genau, ja. Die Abenteuer, also die sind, also wenn du mal dann das Königreich der Dornen spielen solltest, dann wirst du sehr, sehr viel Freiraum für soziale Aktionen haben. Da gibt es tatsächlich nur eine, ja, ich sag mal, eine Handvoll wirklich wichtiger Kämpfe, die dann aber auch wirklich knackig sind und wo man dann wirklich auch die passende Strategie finden muss. Alles andere ist dann wirklich sozial. Charakter ausspielen, Dinge erkunden, neue Landstriche erforschen, etc. Und da gibt es sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, dann auch sozial tätig zu werden. Jetzt haben wir schon gesehen, dass ein paar Teufel in Rom einmarschiert sind. Wird es in Zukunft dann auch die andere Seite der Medaille geben, dass dann Engel heruntersteigen? Oder ist das dann noch nicht geplant? Gibt es eine große Kampagne? Wie sieht das da aus? Oder bleibt dann die andere Seite komplett erstmal verschlossen? Da bin ich mir noch sehr unsicher. Es droht eventuell so ein bisschen ins Klischeehafte abzudriften. Also Hexen ist ja doch eine finstere Welt. Sie ist nicht fatalistisch, sie ist auch nicht apokalyptisch. Also es gibt immer noch Helden, die versuchen, das Unheil noch zu verändern. Aber wenn ich Engel auffahre, dann muss ich mir natürlich schon die Frage stellen, was haben dann unsere Spieler überhaupt noch zu tun? Warum gibt es sie überhaupt noch? Die können doch alles den Engeln überlassen. Finde ich ein bisschen zu einfach. Also da muss man vorsichtig sein. Es gibt ja gewisse Kräfte, wie eben hier Strafe Gottes etc. oder dass man Traumvisionen von Engeln oder vom Erzengeln erhält etc., wo ja schon der Glaube oder die Kirche oder die Bibel eine gewisse Rolle spielen. Also das Gute tritt in Erscheinung durch die Helden. Das tritt durch die Helden in Erscheinung, richtig. Eben die Gläubigen, es müssen ja nicht alle Helden gläubig sein, es gibt ja viele, die haben ihren Glauben verloren.
Das finde ich okay, aber ich glaube, wenn ich dann wirklich diese Schwarz-Weiß-Geschichte thematisiere, was weiß ich, Teufel gegen Gott und Dämonen gegen Engel, dann komme ich in ein anderes Spiel rein. Das ist auch schon thematisiert worden in verschiedenen Rollenspielsystemen und auch natürlich in Comics und Spielfilmen etc. Ist nicht so mein Ding. Du meinst auch überhaupt nicht. Ich habe die Welt lieber wirklich sehr, sehr dunkel und ich bin ja auch eher so aus der Cthulhu-Front dann hervorgegangen, sag ich einfach mal, wo dann nicht am Ende sich die Helden in den Armen liegen, sondern wenn es dann wirklich auch mal ein paar Tränen zu fließen gibt. Ich habe das so ein bisschen lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Allerdings ist Helden am Ende dann doch immer, Hexen am Ende doch heldenhaft. Also es ist nicht so bei Cthulhu, also es gibt Ähnlichkeiten zu Cthulhu. Bei Cthulhu gibt es ja die von Frank Keller aufgestellte sogenannte Cthulhu-Matrix, wonach alle Abenteuer gleich aufgebaut sind. Am Anfang geht man rum, recherchiert, findet die Spur des Bösen, trifft den Bösen, wird wahnsinnig und haut ab. Ne, das ist so das typische Cthulhu-Matrix. Hat sich in den letzten 20, 30 Jahren so bewährt. Ja, aber solche Abenteuer werden bei Cthulhu auch schon seit Jahren nicht mehr geschrieben. Hexen gibt es im Grunde dasselbe. Also auch da wird erst recherchiert, man findet Dinge heraus und dann findet man heraus, wo das Böse ist. Und dann gibt es einen Endkampf und dann wird das Böse besiegt. Das ist der große Unterschied. Oder das Böse wird nicht besiegt, dann kommt man halt später wieder mit ein paar Bauern, die mit Forken und Fackeln bewaffnet sind. Und dann wird es eben dann doch besiegt. Also es ist schon so, dass es darauf hinauslebt, dass es eine gewisse Coolness hat. Es ist ja inspiriert worden von diesen B-Movies, die ich eingangs schon erklärt hatte. Und das wäre ja blöd im Spielfilm, wenn dann die Helden wenn es verlieren. Ein großes, ja, wenn die Helden verlieren würden. Also wir nee, das meinte ich aber auch gar nicht. Ich hatte eher so, eher für den Hintergrund fände ich das ganz spannend. Ich hatte das bei mir jetzt in meiner Spielrunde hatte ich es auch so gemacht, dass die Menschen drumherum wirklich leiden. Den Helden geht es meinetwegen gut, das ist alles okay, aber wirklich der Bevölkerung geht es schlecht und mies und dadurch wird eben so eine echt eine deprimierende Stimmung aufgebaut. Zumindest ist das mein Ziel gewesen. Ja, genau, das kannst du ja. Es liegt ja wirklich auch da, also ich bin ja einer, der den Leuten keine Vorschriften machen will, wie sie spielen wollen. Es wird sicherlich auch gelacht werden am Spieltisch, ne? Das ist ja. Wollen wir hoffen. Ja, das hoffe ich auch. Es kann trotzdem eine finstere Welt sein. Ja. Wie du das jetzt interpretierst, ob du sagst, bei mir muss alles kaputt sein. Oder wenn du sagst, naja, ich will vielleicht doch eher historisch korrekt sein. Oder der Nächste sagt, ich möchte es lieber als Fantasy und heldenhaft und Sword and Sorcery aufziehen. Das kann jeder machen, wie er das möchte. Also, aber es stimmt, ich bin ja auch eher aus dem Finsteren gekommen. Also, es ist ja auch ein Horror-Rollenspiel. Das heißt, wir müssen eine gewisse dunkle, gruselige Atmosphäre aufbauen. Na, das ist, denke ich, schon sehr wichtig. Okay, also ich habe keine weiteren Fragen, aber wenn du möchtest, kannst du gerne noch aus dem Nähkästchen mal plaudern, was so für die nächsten Reisen geplant ist. Also jetzt die Aktion läuft ja noch, ihr seid ja noch immer noch fleißig am Schreiben für das Grundregelwerk und das Layouten und die Abenteuer, die Box ist noch nicht draußen, da kommt ja noch ein bisschen was auf uns zu. Ja, geschrieben wird eigentlich nicht mehr, also damit sind wir durch. Es gab jetzt leider ein paar Verzögerungen, auch bei anderen Projekten von Ulysses. Das ist dann immer wie so eine Kette. Wenn das eine Projekt sich verzögert, dann verzögern sich alle anderen auch. Das haben wir genutzt, um nochmal einen Gamma-Test zu machen. Die Regelwerke wurden jetzt nochmal gelesen und haben auch einige Leute nochmal ein paar sehr gute Anmerkungen gemacht. Die Texte sind eigentlich fertig. An den Illustrationen sind wir noch dran. Wie gesagt, da ist der Mike Schmidt, unser Artdirektor, der gerade eine phänomenale Arbeit leistet mit herausragenden Künstlern aus allen möglichen Ländern Europas. Da haben wir wirklich ganz, ganz tolle Leute erwischt, die auch es schaffen, auch diesen Stil, diesen etwas groberen,
diesen gritty Style dann auch irgendwie durchzusetzen. Aber auch, um sich, damit wir uns ein bisschen von DSA abheben, weil das soll ja schon ein eigenes Projekt sein, was keine Einflüsse von DSA hat. Da sind wir dran und die Arbeiten werden auch bald abgeschlossen sein. Also ich denke mal, in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir alle Illustrationen haben. Und das sind über 100. Das ist also eine ganze Menge, was da gerade erschaffen wird. Da wird es auch immer wieder auf Facebook diverse Ansichten geben. Diese Woche, das kann ich schon mal verraten, kommt was ganz, ganz Tolles raus. Ich weiß ja nicht, wann du sendest, aber es wird bald kommen. Richtig geile Hammer-Grafik. Und dann wird es auch ins Layout gehen. Mit dem Layout können wir ja eigentlich erst beginnen, wenn die Bilder alle da sind. Oder fast alle da sind. Und dann müssen wir teilweise auch hoffen, dass die Zuliefererfirmen zum Beispiel für die Würfel und die anderen Sachen und für die Spielkarten, die noch erstellt werden müssen, dass die alle schnell arbeiten. Weil das sind natürlich Sachen, wo auf die wir keinen Einfluss haben. Nein. Okay. Wie sieht das aus mit weiteren Abenteuern, weitere Kampagnen? Habt ihr da wirklich in die Zukunft schon reingeplant und sowas wie einen Metaplot schon mal aufgebaut oder strukturiert, oder lasst ihr das wirklich auf euch zukommen, wenn, also Kickstarter ist ja wie gesagt durch, aber da wird sicherlich auch auf dem normalen Markt wird das ja sicherlich auch nochmal sehr gefragt sein. Ist dann auch ein bisschen abhängig von Markus, wie der da die Zahlen sieht, oder? Ja gut, die Zahlen sind ja gut. Das Crowdfunding lief ja schon mal phänomenal und wir werden auf jeden Fall noch die Serie weiterspinnen und noch weitere Produkte rausbringen. Wir müssen jetzt natürlich gucken, wie der reguläre Handel ist. Also wir haben jetzt natürlich 700 Bäcker, die natürlich schon einen Großteil der Produkte kaufen. Wir müssen jetzt natürlich schauen, wie verkaufen sich die Produkte nachher im regulären Handel. Wie hoch müssen die Auflagenzahlen sein, die wir dann produzieren? Das ist bei Hexen natürlich noch nicht ganz klar, weil es zwar ein neues Spiel ist, was jetzt schon viele Fans hat, aber eben sich auch noch nicht etabliert hat auf dem Markt. Also da muss man ein paar Monate mal verstreichen lassen. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sobald wir durch das Gröbste hindurch sind und dann wieder auch ein bisschen Zeit haben, dass wir dann schon die nächsten Produkte planen. Also da wird es auf jeden Fall weitere Produkte geben. Tatsächlich habe ich auch schon so grob einige Dinge geplant. Es wird natürlich auch Kampagnen geben, Abenteuerkampagnen. Es wird Quellenbücher oder Boxen geben. Und auch Ausbaumaterial auch für die Spieler, dass man natürlich auch dann neue Kräfte, neue Rollen, neue tolle Dinge hat, mit denen man dann auch spielen kann. Also da, wir haben auch einiges im Petto. Okay. Ich hatte jetzt noch gesehen, bei Facebook ist die Rede von Hörbüchern oder Hörspielen, die dann teilweise auch von Fans vertont werden sollen. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Das ist auch so eine Sache, die völlig überrollt hat. Das ging meines Wissens auf den Raphael Prack zurück, der das angeleiert hat. Und ich glaube, das lag daran, weil Ralf Kurzifer ja für den Hexen-Soundtrack schon angefangen hat, Leute auf der Fanseite von Hexen auf Facebook zu befragen, ob sie nicht Lust hätten, so ihre Stimme zu leihen für Soundtracks. Und da kamen schon die ersten zusammen und wir haben auch tatsächlich in dem Soundtrack, da hörst du ja so ein paar Stimmen drin, und das sind tatsächlich Bäcker, die Lust hatten, da mitzumachen. Ja, das ist schön. Und womöglich ist dann aus dieser Ecke dann
die Idee erwachsen, dass man doch ein Hörspiel aufnimmt. Und ich habe das Ganze auch nur so ein bisschen am Rande verfolgt. Und dann sagte mir irgendwann der Raphael, dass es schon 20 Leute hätten, die sich darum mitmachen wollten. Und es wird wahrscheinlich schon jetzt ein bisschen unübersichtlich. Und es sind wohl noch weitere. Wolltest du nicht auch mitmachen sogar? Ja, ja, du, also ich frage hier erstmal ganz als neutrale Person, aber ja, natürlich, ich bin da auch mit. Nee, das ist also wirklich wohl schon eine größere Gruppe. Und da muss ich jetzt doch sagen, das sind natürlich so Entwicklungen, die mich ja schon auch ein bisschen stolz machen natürlich, aber auch überraschen, weil das Spiel ist noch nicht mal draußen und schon wollen die dann irgendwelche schönen Sachen aufnehmen. Das freut mich sehr, aber es ist tatsächlich ein reines Fanprojekt. Du traust dem Frieden noch nicht ganz? Ich bin ja von Haus aus ein skeptischer Mensch. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich, wie gesagt, Redakteur war viele, viele Jahre lang und naja, gut, also wenn das was wird, dann wird's gut. Aber das ist auch so Sachen, da werde ich nicht groß mit reinreden. Ich frage mich zwar manchmal, was dann ist und auch zum Hintergrund, wie das dann damals war, als der Schwarzwald überrannt worden ist. Ich habe da ein paar rudimentäre Ideen, aber mehr noch nicht. Und wenn dann jemand kommt und eine coole Idee hat oder eine schöne Geschichte, die man da rumspinnen kann, dann soll er es machen. Also das ist, ich bin nicht so der Fan von Metaplots, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch nicht der Fan, alles wirklich im Detail zu regeln und zu bestimmen, wie gewisse Dinge sein müssen. Das geht mir so ein bisschen gegen den Strich, da irgendwelche Vorgaben zu machen. Also du hast einfach gesagt, da waren irgendwelche Schweden, die haben das Tor aufgetreten, dann ist ganz viel kaputt gegangen und irgendwann wurde Rom überfallen, aber wie genau das abgelaufen ist, das ist jetzt Fanaufgabe, sowas zu bestimmen oder für sich selbst festzulegen? Es ist ja so, man weiß es ja nicht, wie es abgelaufen ist. Auch in der Spielwelt kann man es ja gar nicht genau wissen. Es hat wohl einen einzigen Überlebenden gegeben, der das dann berichtet hat. Das war aber auch ein wahnsinniger Söldner. Woher sonst soll die Welt wissen, dass da überhaupt eine Söldnereinheit war, die in einem verlassenen Abteil das Höllenportal aufgemacht hat? Das muss ja irgendeinen Anhaltspunkt geben. Ob das wirklich so war, ob das wirklich diese Gruppe war oder ob diese eine Überlebende einfach nur Unsinn erzählt hat, weil er wahnsinnig geworden ist, und sich ganz anders zugetragen hat. Das sind alles Dinge, da spricht der Lovecraft wieder aus mir. Ja, wenn ich das genau definiere, dann hat es seinen Reiz verloren. Was man machen kann, ist, man kann so Geschichten am Rande erzählen. Man kann erzählen, wie die Menschen das aufgenommen haben, wie die darauf reagiert haben, als das Höllenportal ausgebrochen ist, was sie gemacht haben. Das sind alles schöne Geschichten, aber ich werde mich hüten, genau zu berichten, was da passiert ist, weil dann fehlt irgendwo das Mysteriöse, auch das Unheimliche. Lovecraft hat ja auch gesagt, nichts ist so unheimlich wie das, was man nicht weiß. Und man sieht es ja in jedem Horrorfilm, sobald dann die böse Kreatur oder die schlimme Hexe zum ersten Mal auftaucht und zu sehen ist, dann ist der Horror meistens weg. Bis dahin, wenn alles unheimlich ist und das Monster ist nie richtig zu sehen, dann hat man natürlich diesen Horrorfaktor, den Gruselfaktor. Lurking Fear. Genau, aber sobald es zum ersten Mal dann gesehen wird, dann gibt es vielleicht noch so ein paar Schockmomente und das war's. Aber dieser ganze Horror, der ist weg. Das macht Warhammer ja auch so. Beziehungsweise auch 40k, die haben ja auch ganz viele Quellenbücher und es ist egal, wie viel du liest, es wird immer nur Ideen aufgebracht, aber was genau dann dahinter steckt, es sind auch immer zwei Sachen, die angeboten werden, es könnte so oder so sein, aber was genau, es könnte auch dritte sein, aber das stellen wir nicht vor. Ja, richtig, aber die haben es auch richtig gemacht, das ist auch so ein bisschen für mich so ein bisschen das Vorbild, die erschaffen ja auch eine Spielwelt. Und der Spieler in dieser Welt soll ja sich selbst verwirklichen, er soll ja das aufgreifen, was ihm gefällt und dann in allen Richtungen ausschmücken können. Und das sehe ich für Hexen genauso. Also
wenn ein Spieler kommt und sagt, hier, ich bin ja in der Stadt XY beheimatet und ich würde gerne später vielleicht wieder das Skriptorium dann einfach diese Stadt beschreiben, wie sie dann 1733 war, na, dann soll er es machen. Das kann er für sich machen, er kann das auch teilen an alle anderen. Wenn jetzt natürlich der nächste Spieler kommt und dann sagt, aber ich möchte auch was über diese Stadt schreiben und er schreibt was anderes, dann kommen die ersten Spieler und würden sagen, das kann ja nicht sein. Das kann ja nur eine Fassung gelten. Mir als Erschaffer wäre das völlig egal. Es kann auch meinetwegen drei oder vier Fassungen von dieser Stadt geben. Solange die Spieler sich auf eine Fassung einigen, ne, dann ist es das eben diese Spielwelt, die sie erschaffen haben. Fertig. Das, am Ende, das ist auch am Ende der Punkt. Ist es ja auch egal, was jetzt andere Runden machen, die dann fünf Tische weiter sitzen. Ich konzentriere mich ja eigentlich nur auf meinen eigenen Tisch. Das ist genau der Punkt. Und deshalb, also ich bin halt Fan von Freiheit und Kreativität. Wenn jemand natürlich sagt, okay, ich möchte jetzt, was weiß ich, in Bremerhaven eine Kampagne ansiedeln und die ist vom Hintergrund natürlich abgesoffen, die Stadt, dann wird es schwierig. Dann müsste man halt durch grundlegende Dinge am kompletten Hintergrund der Spielwelt ändern. Das ist genauso gut möglich, ne? Das sagt da nichts. Aber das hat natürlich dann schon... Ich krieg die ganzen Daumen runter von den Bremerhaven dann. das wollte ich nicht. Aber dann siedelt man eben die Kampagne vor der großen Flut an. Sagt man einfach, es war vor 30 Jahren, da hat es die Stadt halt eben noch gegeben und fertig. Das ist, historisch hat sich da nicht viel geändert in den 30 Jahren. Von daher kann man den Rest der Spielwelt komplett so übernehmen, wie er eben im Buch beschrieben wird. Ja. Gut. Jetzt habe ich viel erzählt. Ja, du, ich habe auch keine Fragen mehr an dich, wenn du keine weiteren Sachen mehr zu berichten hast. War auf alle Fälle schon mal eine ganze Menge, auch ein schöner Einblick hinter die Kulissen, den man sonst so nicht bekommt. Und wenn es sonst weitere Fragen gibt, kann man dich sicherlich sonst auch bei Facebook oder so erreichen? Oder wie sieht das da aus? Ja, ich bin bei Facebook erreichbar. Allerdings merke ich jetzt schon, dass alles ein bisschen unüberschaubar wird. Also ich werde ab und zu mal auch auf gewisse Fragen hingewiesen. Irgendjemand in irgendeinem Unterforum irgendwo bei Facebook gestellt hat, aber ich kriege das nicht immer alles mit. Die beste Möglichkeit ist tatsächlich in dieser Fangruppe von Facebook Fragen zu stellen, weil es gibt dann auch viele andere, die sich jetzt mittlerweile in dem System auskennen, die diese Fragen auch beantworten können, wenn ich jetzt mal nicht kann. Muss ich mal schauen, ob ich die verlinkt bekomme, aber sonst einmal unter dem Video gucken. Ja, ansonsten hatte ich auch schon das Angebot gemacht, dass man auch mal mit mir chatten kann, so wie wir jetzt eben tun, dass man dann vielleicht mal einen Termin einrichtet, wo man dann auch mal gezielt Fragen stellen kann, wo ich auch vielleicht ein bisschen was dann plaudern kann, weil man kann nicht immer alles aufschreiben. Das raubt dann auch ein bisschen Zeit und so viel Zeit habe ich nicht. Ich denke, man kommt am besten über die Facebook-Gruppe zu Rande. Gut. Ja, dann bedanke ich mich für das schöne Gespräch, was wir jetzt über die vergangene Stunde hatten. Und eine Stunde ist schon rum. Ach, ja, fast haben wir voll. Und ich wünsche dir und euch von Ulysses dann auch ganz viel Erfolg mit dem Projekt und dass es dann auch weiterhin einschlägt, auch dann im offenen Verkauf. Das, was ich bisher davon gesehen habe, überzeugt mich. Das ist schön, das freut mich. Gut, dann verabschiede ich mich von euch und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, wünsche ich dir auch. Ciao. Bis dann, tschüss. Weichet ihr bösen Geister im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sehet nicht, höret nicht, verwirrt nicht, fesselt nicht, löst die Fessel. Der Herr, unser Gott, euer Herr, gebiete euch. Weichet und kehret nicht wieder.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.